Das erste Luftmasche ersetzt mein Luftmaschenkette. Dann halte ich es mir hier fest und häkle drei Luftmaschen, das mein erstes Stäbchen ersetzt. Hol meinen Umschlag auf die Nadel und steche ins allererste Luftmaschen, in die erste, allererste Luftmasche hinein und häkle dort hinein zwei weitere Stäbchen. Wichtig ist jetzt, wenn ich meine Luftmaschenkette, also so rum ist mein Stäbchen, wenn ich jetzt meine Luftmaschenkette erweitere, brauche ich gleich den Umschlag, sonst funktioniert es nicht. Und häkle jetzt meine Luftmaschenkette hinterher mit 1, 2 und wichtig ist, dass dieser Umschlag da drauf bleibt, 3 und häkle jetzt mein Stäbchen zu Ende. 1, zweites ist quasi schon das erste Stäbchen vom nächsten Dreiergrüppchen. Und jetzt nehme ich meinen Umschlag und gehe wieder in dieselbe Luftmasche da unten rein, wo ich eben schon war. Muss ich nur schauen, dass ich ihn erwische. Und häkle mein zweites Stäbchen hinein und mein drittes Stäbchen hinein. Tschup, tschup, tschup und tschup. Jetzt habe ich quasi mein zweites Dreiergrüppchen-Stäbchen und hier unten meine Luftmaschenkette. Die müssen jetzt wieder hinterher häkeln, also nehme ich meinen Umschlag. Wir gehen hier oben in die Luftmasche hinein, wo wir eben schon waren. Häkeln 1, 2 und 3 Luftmaschen, ohne hier meinen Umschlag zu verlieren. Ja, das ist ganz wichtig. Der muss auf der Nadel bleiben hier. Weil jetzt kommt mein Stäbchen und jetzt brauche ich diesen Umschlag und es funktioniert meines Wissens nicht anders. Also häkle ich wieder hier unten hinein und mein zweites Stäbchen und mein drittes Stäbchen. Wenn ich jetzt umdrehe, kann man schon ganz toll erkennen, ich habe 1, 2, 3 Stäbchengrüppchen und jetzt kommt wieder meine Luftmaschenkette, die ich jetzt hinterher häkle mit 1, 2 und 3 Luftmaschen. Jetzt ist meine Luftmaschenkette ersetzt und ich häkle wieder 3 Stäbchen da unten rein. Dann mal schauen, dass man zwei so Bügel erwischt. Komm her. So, zweites Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, und wenn euch jetzt der Arm zu lang ist, könnt ihr ganz bequem im Nachhinein einfach wieder eine Stäbchengruppe auftrennen. Und jetzt häkle ich mal zurück. Jetzt tue ich mal so, als ob ich hier geendet hätte. Ich fange mit der zweiten Reihe an. Ich häkle 3 Luftmaschen hoch, drehe um, das wird jetzt mein Rand und häkle in mein erstes Grüppchen hier rein und damit dieser Querfaden, der da vorhin, den wir gebraucht haben, den häkle ich jetzt einfach mit weg. Mit 3 Stäbchen, 1, 2, direkt ins große Loch, ganz, ganz easy. Und 3. Und ich zeige es euch beim nächsten nochmal, falls ihr euch wundert, warum hier dieser Querfaden hier ist. Der hier, den häkle ich jetzt mit dem nächsten Grüppchen einfach weg, indem ich ihn einfach etwas mit hochziehe, wenn ich ins Loch gehe. Und dann fällt das auch nicht mehr auf. Das letzte. Und jetzt am Schluss wieder in das erste Stäbchen hier ein Stäbchen hinein
und drei neue Stäbchen hoch. 1, 2, 3. Drehen. Und jetzt wäre eigentlich ein Farbwechsel. Und jetzt kommen die nächsten zwei Stäbchen direkt über das untere hier hinein. Und das war auch schon der Arm. Da, da und auch hier wieder einzeln.